Hallo bei 9,5. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Mobbing ist total blöd. Aber warum fällt es uns dann so schwer, was dagegen zu tun? Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern. Da wurde auch immer mal wieder gemobbt. Und ich stand dann meist daneben und habe mich gefragt, was kann ich da jetzt gegen machen? Mobbing hat viele verschiedene Gesichter. Eine Person ständig absichtlich zu ärgern, sie zu beleidigen oder hinter ihrem Rücken schlecht über sie zu reden, das ist Mobbing. Genauso wie sich ständig über die Person lustig zu machen, sie wie Luft zu behandeln und nie mitspielen zu lassen, sie zu bedrohen oder gar zu schubsen und zu treten. Oft passiert das über Wochen oder Monate hinweg immer wieder. Die gemobbte Person leidet extrem darunter, fühlt sich einsam und machtlos, hat vielleicht auch schreckliche Angst und ist völlig verzweifelt. Dabei kann niemand etwas dafür, dass er gemobbt wird. Denn Mobbing kann jeden treffen. Und wer mobben will, findet immer einen Grund dafür. Neben denen, die mobben, gibt es oft viele, die das blöd finden, aber einfach nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Wie wir reagieren, wenn wir Mobbing beobachten, schauen wir uns jetzt in einem Experiment genauer an. Frau Dr. Mechthild Schäfer und Hannes Letsch von der Ludwig-Maximilians-Universität München forschen schon lange zum Thema Mobbing. So, was passiert denn jetzt hier gleich genau? Wir schauen gleich einen kleinen Film an. Da sind ein paar Mobbing-Szenen drin. Und wir werden gleichzeitig die Zuschauer, die Kids, anschließenden Messinstrumente, weil wir dadurch Informationen bekommen, wie stark welches Kind in welcher Situation mitfühlt. Das sind unsere Experimentteilnehmerinnen und Teilnehmer. Die 7C des Nikolaus-Cusanus-Gymnasiums in Bergisch Gladbach. Was sind so deine Erfahrungen mit Mobbing? Also bei uns war mal eine in der Klasse, die kam neu aus dem Ausland. Und dann haben sie halt alle gemobbt, so beleidigt, dass sie stinkt. Da wurde ein Freund von uns beiden fast täglich von anderen Klassenkameraden gemobbt. Der wurde die ganze Zeit geärgert, beleidigt, manchmal auch geschlagen. Wann hast du schon mal irgendwas miterlebt, was Mobbing war? Ja, so an mir selbst. Halt, das war in der ersten Klasse und ich war halt der Einzige da, halt Ausländer. Und dann haben die in der ersten Klasse mich zu acht halt verprügelt und geschlagen. Die haben mir auch die ganze Zeit Briefe geschrieben, so mit Beleidigungen, so, ja, dummes Kind oder so, Ausländer. Fast alle hier haben schon Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Wenn du selber auch gemobbt wirst, dann findest du Hilfe und Tipps auf unserer Internetseite. Und vergiss bitte nie, du bist nicht schuld, du bist auch nicht alleine. Such dir vielleicht Verbündete, Eltern, Lehrer, Freunde, Freundinnen. Vielleicht können die in der Situation helfen. Das Experiment beginnt. Ich mach auch mit. Wir sehen einen Film, bei dem ein Junge, Ben, gemobbt wird. Die Sensoren an unseren Fingern messen, wie stark wir schwitzen. Das ist ein Hinweis darauf, wie sehr wir gerade mitfühlen. Das Mobbing im Film wird immer schlimmer, bis Ben zum Schluss vor der ganzen Klasse bloßgestellt wird. Ziemlich krass anzusehen, finde ich. Hannes wertet unsere Ergebnisse aus. Natürlich ohne Namen. Unsere Kurven sehen erstmal sehr chaotisch aus, aber Hannes kann da bestimmte Muster erkennen. Je stärker eine Kurve ausschlägt, desto aufgeregter ist die Person in dem Moment. Abhängig von der Aufregung teilt Hannes die Personen, die Mobbing beobachten, in drei Gruppen ein. Drei Rollen, drei unterschiedliche Profile. Die rote, flache Linie zeigt, dass diese Personen kaum mitfühlen. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass ihnen egal ist, was da passiert. Sie finden es vielleicht sogar in Ordnung. Die grüne Kurve schlägt aus bei der Szene, in der Gewalt zu sehen ist. Diese Personen, vermutet Hannes, greifen in dem Moment wahrscheinlich ein und wollen helfen. Und dann gibt es noch die blaue Kurve. Das sind die Außenstehenden. Die fühlen besonders mit und sind so stark mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt, dass sie es nicht schaffen, einzugreifen. Stattdessen drehen sie sich lieber weg und halten sich raus. Ich war wohl früher auch eine von den Außenstehenden und habe mich rausgehalten. Mir ging es wie vielen hier in der Klasse. Es war halt so, dass man viel Angst hatte, auch selber gemobbt zu werden. Und deshalb hat man nicht eingegriffen. Ich habe mich dann halt selber nicht getraut, das da irgendwie zu sagen, halt, das ist nicht okay. Aber hättest du gerne?
Hätte ich, wenn ich nicht so Angst hätte. Wie man sich stark macht gegen Mobbing, das weiß Jan Schmale vom Helden e.V. Er bildet Heldinnen und Helden im Kampf gegen Mobbing aus und will uns mit verschiedenen Übungen zeigen, was dahinter steckt. Wir werden aufgeteilt. Die eine Gruppe spielt gleich die Polizei. Sie muss eine Gruppe von Demonstranten entfernen, die eine Sitzblockade macht. Zu Beginn der Übung hat Jan gesagt, der Einsatz von Gewalt ist verboten. Fertig, los! Aber heimlich hat er den Polizisten vorher Folgendes gesagt. Ihr könnt schon ordentlich an denen ziehen, greift ordentlich durch, sodass ihr auch gewinnt und eine ordentliche Zeit hinlegt. Ich stehe eh daneben, ich trage die Verantwortung und ich passe darauf auf, dass nichts passiert. Und stopp! Ich bin gespannt, was das alles mit Mobbing zu tun hat. Das Spiel selbst war halt eigentlich ganz lustig, das hat auch Spaß gemacht. Aber manchmal haben so Leute an einem sehr stark gezogen und so. Und das tat auch dann manchmal weh. Was glaubt ihr, wer war am gewalttätigsten hier im Raum? Alex? Henry. Nein, Henry war es nicht. Marlon? Auch nicht. Du, weil du uns dazu angestiftet hast? Ja, ganz genau. Die mit Abstand gewalttätigste Person in diesem Raum war ich. Was hatte das jetzt mit Mobbing zu tun? Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Gerade von Autoritäten. Ne? Nicht unbedingt nur Lehrer oder Eltern, sondern halt auch Freunde. Ne? Eine Person, in diesem Fall ich, sagt, wir machen jetzt das und das und das. Ein paar Leute machen mit. Und die Leute, die sich fragen, will ich das überhaupt? Das tut ja auch eventuell weh. Machen dann trotzdem mit, weil sie glauben, okay, der wird schon wissen, was er tut. Er hat ja gesagt, ne, er trägt die Verantwortung. Und da dann einfach zu sagen, nein. Nein zu Mobbing zu sagen, klappt am besten gemeinsam als Klasse. Das zeigt die nächste Übung sehr gut. Jede dieser vier Gruppen bekommt gleich so einen Stift. Ihr habt hier eine Linie. Diese Linie darf nicht übertreten werden. Eure Aufgabe ist es jedoch, diesen Stift so weit wie irgendwie möglich von eurer Linie wegzubekommen. Sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Ich habe das in den Gruppen gesehen, super viel zusammengearbeitet. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Dass alle einen Wettkampf draus gemacht haben? Ganz genau. Stimmt. Wir haben nur in der eigenen Gruppe zusammengearbeitet. Niemand hat daran gedacht, dass sich die einzelnen Gruppen auch gegenseitig hätten helfen können. So hätte es unser Stift bis zur gegenüberliegenden Wand schaffen können. Werfen war nämlich nicht verboten. Was hatte dieses Spiel jetzt genau mit Mobbing zu tun? Um zu zeigen, okay, wie schnell hören die Leute dann auf, miteinander zu reden, nur weil die sagen, ich gehöre hierzu und du gehörst dazu. Und wie schnell man eigentlich aufhört, miteinander zu arbeiten, nur weil ich sage, ich bin das und du bist das. In der Mobbing-Situation zum Beispiel, der gehört jetzt vielleicht zu einer anderen Gruppe, vielleicht zu einem anderen Freundeskreis, vielleicht in eine andere Szene, aber ich finde das doof, dass der jetzt geärgert wird. Und ich möchte mich bewusst dafür entscheiden, der Person jetzt zu helfen. Und wie man dann helfen kann, das weiß die 7C jetzt auch. Ich habe auch halt gelernt, dass man halt am besten sich so früh wie möglich mit den Helfern halt sozusagen eine Allianz bilden sollte, dass man halt auch gegen die Täter vorgehen kann. Ein Held für mich ist, wenn er halt immer hilft und hilfsbereit ist und nicht einfach so sagt, ja, ich kann da eh nichts tun, sondern immer versucht, auch wenn er vielleicht alleine ist. Es reicht es manchmal einfach, zu der Person hinzugehen und zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Einfach mit der Person zu reden, ihr das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine und ich sehe, dass es dir schlecht geht. Also ich finde, es würde reichen, einfach dazwischen zu gehen oder einfach nur mal jemandem zu helfen. Also auf jeden Fall nicht einfach nur da zu stehen und nichts zu machen, richtig? Ja, genau. Eine Heldin würde so etwas nicht machen. Werdet auch ihr zu Heldinnen und Helden im Kampf gegen Mobbing. Gemeinsam seid ihr stark. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal was gegen Mobbing gemacht. Schreibt uns doch einen Kommentar. Tschüss, bis bald.